So, willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Grimbergen. Grimbergen Double Ombre. Ja, hör mal. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen wird. Oder ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ziemlich altes Bier. Gebraut. Also ehemals gebraut. In Grimbergen, ja, kurz zur Geschichte, erbaut in 1128 wurde das Grimbergen-Kloster in Belgien seitdem dreimal durch Feuer zerstört und immer wieder aus der Asche aufgebaut. So wurde der Phönix zum Symbol der Abtei und der Grimbergen-Biere. Grimbergen Double. Ein doppelt vergorenes, vollmundiges, dunkles Ale mit Karamellaroma sowie Noten von reifen Früchten. Mhm. Ich bin mal gespannt. Früchte. 0,33er Flasche, 6,5%, 57 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Glucose, Sirup, Zucker, karamellisierter Zucker und Hopfen. So, und jetzt kommt's. Carlsberg Deutschland GmbH in Hamburg und in Polen gebraut. Also ehemals aus Belgien, aus dem Kloster, vertrieben durch Carlsberg und gebraut in Polen. Und hartnäckig. Jo. Prognose? Silber. Silber, sagst du? Was sagst du? Blech. Blech! So, was war da drin jetzt? Na, Bier. Das sind Zutaten. Wir wissen, ob es nach dem deutschen Reinheitsgebot ist. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Glukosesirup, Zucker, karamellisierter Zucker. Boah. Ständig. Ja, kein Zucker drin. Und Bier. So, auspacken oder wegpacken, auf jeden Fall auspacken. Ich muss sagen, das spricht mich richtig an. Ja. Es gibt hier nichts, was ich ändern würde. Ich würde das eigentlich nicht ändern wollen, aber gut. Ich find's der Hammer. Also wir fanden normalerweise bei der 0,33er Flasche immer diese geschlauchtere Variante immer besser. Löschzwerge haben und so. Ja, oder was? Ja. Oder das Dithmarscher, das andere. Ich find's vom Aussehen her super. Ja, und? Wie kommt der halt? Ich würde ja sogar sagen 4. Ach, hör auf jetzt. 4 Punkte. Kann das nicht mal aussprechen. Tja, na und dafür kann das Bier dann nicht. Doch. Dabei von der N. Nicht okay. Naja, 3 Falten, 3. Gibt ja sowieso nur 4 maximal, wa? Ja. Ja, 3 ist okay. Kannst auch schon sehr zufrieden mit der Inhalt. Ist der Preis heiß oder scheiß? Das hat 3 Euro gekostet. Nee. Ich bin der Meinung, dass es 1,05 Euro war. 0 Punkte. Ja, mittlerweile der Würfel sicher hier nichts hin. Du kannst ja wieder welche wegschmeißen. Grimbergen. 1,05 € für 0,33er. Ja, Punkte. Ist schon heftig. Augensucht oder Augenverlucht? Ja, pass auf. Jetzt fallen dir die Augen raus. So. Pass auf, ja. Oh, das ist schräg. Oh. Hast ja gleich ein paar Popels drin gedrückt, ja? Was habe ich gesagt? Silber? Da war ich ziemlich optimistisch. Ja, ist mir klar. Ach nee, du kannst dich noch ein bisschen da drin kippen. Nee, ich lass dir das schon. Oh, der Schaum ist top. Ja, weil du immer so aggressiv drin kippst. Nein, das ist so.
Ja, das ist so. Kriegst du immer so ein bisschen Frillen. Naja, man muss ja mal den Schaum sehen können. So, und weiter? Rötlich aus. Aber klar. Also es ist kein bisschen trüb, ist klar. Klar, so braun-rötlich. Braun, ja. Braun. Also, mich spricht's an. Drei Punkte, würde ich sagen. Was? Das wäre überdurchschnittlich. Naja, 2,5 ist Durchschnitt und 3 ist überdurchschnittlich. Genau. Aber es ist doch kombiniert worden. Also ich finde es überdurchschnittlich. Nee, 2 Punkte. Ich sag 3. Ja, und jetzt? Also wir waren bei 2,5. Nein, das sind 2. Nein. Boah, Alter, ey. Ja, sonst gibt es ja keine Punkte mehr. Das ist gut. Sag mal, warum riechst du denn? Das heißt Augen, nicht Nase. Ach so, ja. Na gut. Nasenflucht. Dann. Warum steht denn hier die Plorre noch oben? Das ist ja mal. Wenn du die nicht wegpackst. Steht schon seit gestern hier, wa? Oh. Na dann. Prost. Phönix. Machen die extra mit Zucker drin. Hier drückt hier Zucker und karamellisiert dann Zucker, so ja. Zucker und. Okay. Ja. Wenn sie den Zucker drin hier drückt, bis es schmeckt. Und dennoch schmeckt das nicht so richtig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das gibt echt Schlimmeres, wirklich. Ja, wir haben ja auch schon abgelaufen mit getrunken. Das ist ja kein Maßstab. Großbritannien ist Ale das gleiche wie Bier. Ale ist ein fermentiertes Getränk, das Alkohol enthält. Der Unterschied zu Bier besteht darin, dass Ale einen höheren Alkoholgehalt hat als Bier und dass der Geschmack meist fruchtig ist und ein starkes Aroma hat. Ja, aber ein Bier ist kein Zucker drin. Nee, ist richtig. Deshalb heißt es ja auch eher. Überleg mal, Glukosesirup und Zucker. Und karamellisierter Zucker. Ja, das ist ja ein Triple-Zucker. Wie viele Kalorien hat das denn? 57? Schon gemerkt, wie schwerer geworden bin gerade. 57 auf 100 Milliliter, ja. Also ich schmecke Karamellaromen und Aromen aus. Na, ich schmecke das Süßliche und Malz. Malz, vor allem Malz. Mild. Mild, malzig. Ja. Karamell, ja. Leichtes. Leicht karamellig. Aber. Ach, diese malzigen Dinger, die sind eh nicht so meins. Und dennoch Zucker im Bier. Man kann ja in so vielen Sachen ganz viel Zucker reinkippen. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Fünf oder vier? Vier. Don't drink and drive übrigens, ja. Muss mal hier erwähnt werden. Gut, dann vier. Austrinken oder wegkippen? Also ich trinke es aus. Ist aber, wenn ich jetzt ein anderes Bier dastehen hätte, dann würde ich es. Na, zumindest wegstellen und andere trinken. Ich würde das austrinken, aber nur, weil ich jetzt nur die Hälfte habe von dem Bier. Also die 150 Milliliter, die drücken jetzt drin, aber mehr will ich davon auch nicht. Also war doch ganz gut, dass ich bloß die kleine Flasche nur eine geholt habe. Ja. Da hätte ich davon eigentlich wohl nicht einkaufen. Ja, komm. Bist du noch ein Schluck? Uwe, hast du jetzt so gehabt? Das sieht aus wie Uwe. Das ist quasi das typische Uwe-Gesicht. Trink mal. Wird aber nicht zu lange warten. Was ist denn jetzt mit, was ist denn jetzt mit wegkippen? Deine Eins. Aber Spezialpunkte? Das ist hier so na, wie bei Hasselröder. Das
steht hier so Grimbergen drauf. Mit diesem Kreuz hier und 1128, so ein Ring. Dafür würde ich einen Spezialpunkt geben. Ich schüttel noch ein bisschen, damit der Uwe richtig zum Vorschein kommt. Also jeden Punkt, ja. Ja. Ah, nee, das ist halt dieses Malz hier und das heute, das ist halt nicht mein Geschmack. Meistens ist es komischerweise bei so einem etwas dunkleren Sachen, auch beim Ale, Alter, dass da kommt da hinten, da kommt der Uwe, da ist der. Mein Uwe-Arm. Nein! Den siehst du meistens schon unten sitzen, ne? Uwe? Hm? Sagt ihr der? Alles für die Zuschauer hier. Ja. Naja, alles für euch. Damit ihr Bescheid wisst, damit ihr das entweder kauft oder nicht kaufen braucht. Sagen wir es mal so. Ja. 12 Punkte von 30. Alter! Blech. Ganz knapp. Also ab 13 Punkte gibt's Bronze. Ja. Also, solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Das ist ja auch ein Ehl. Ist ein Ehl, ne? Ja. Gebe dein Bedauern nun laut kund und trinke ein Gebräu Ederer. So eine Scheiße. Ah nee, das tut uns so leid. Trink mal über einen Hasserröder, oder? Oh. Aber das schmeckt halt nicht, oder? Nee. Also wäre wirklich auch so karamellig, malziget, eher so angenehm, neutral bis süßiges Getränk. Steht dem, der kann das gerne mal probieren. Was trinken wir als nächstes? Ach, ja. Ja, dann holen wir mal. Ja, früh. Dit Marscher in der, ne, schönen Pumpflasche. Also, beim nächsten Mal unbedingt wieder einschalten, Leute. Den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Also, das wird ein kurzes Video. Voll Punktzahl groß. Ja. Nee. Platin gibt's hier. Ach nein. Also, wir trinken jetzt unser Hasselbrüder, werden unseren Gaumen mal wieder ein bisschen streicheln. Nach diesem Faustschlag. Ja. In die Magengrube. Nein, ich hier zittern. Spaß da so. Wie Spaß. Manchen schmeckt's, manchen nicht. Haut rein. Bis demnächst.